Es geht los. Zu Städten. Der Rat wurde angeschrieben und gebeten, Schutz und Schirm für einen Ordal zu geben. Angeschrieben wurde der Rat durch die Herren auf Gut Altendorf. Thekla von Altendorf. Ich erhebe Anklage, dass Jakob Krummbein, die Tochter der Thekla von Altendorf, benotzucht und erschlagen hat. Ich rufe zum Ersten, Jakob Krummbein. Ich rufe zum Anderen, Jakob Krummbein. Ich rufe zum Dritten, Jakob Krummbein. Ich widerrufe, ich bin frei von Schuld. Möge Gott, der Herr, uns beistehen. Genug, der Kampf ist entschieden. Jakob Krummbein, eure Unschuld ist durch Gottes Hand hiermit bewiesen. Somit sei bewiesen, dass Jakob Krummbein unschuldig ist. Da der Stellvertreter den Tod fand, so teile der Auftraggeber sein Schicksal. Der Thekla von Altendorf sei, wie es das Gesetz bestimmt, auf der Stelle durch den Nachrichter der Kopf abzuschlagen.